Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit dem Angriffen und Verteidigungen mit den Pilzbestien und den Schnelljägerangriff. Die Gegner haben ihre Verteidigung verstärkt und versuchen deine Angriffe zu verlangsamen, sich schnell zu bewegen und Positionen zu wechseln oder die Gegner zur Versammlung zu locken, scheinen der Schlüssel zum Sieg in diesem Spezialtraining zu sein. Wir haben jetzt auch eine richtig fette Auswahl an Pilzbestien. Mal gucken, was empfohlen wird, beziehungsweise relevant ist natürlich vor allem, was für Gegner wir haben. Sind wieder drei Runden, das habe ich letztes Mal voll vergessen. Genau. Mal schauen. Aber Verteidigung verstärkt haben sie eigentlich letztes Mal schon. Na ja, gut, wobei, sie hatten nur zwei Holzschilde. Aber der Abgrundmagier hat ja auch ein Schild, von dem her. Und, naja, gut, der Lava-Troll hatte auch ein Schild. Also hatten sie echt ihre Verteidigung letztes Mal schon verstärkt. Das soll verstärkte Verteidigung sein? Okay. Empfohlen wird, ja, unsere beiden neuen werden empfohlen. Was durchaus Sinn macht. Ja, dann nehmen wir die natürlich. Die Frage ist, das ist ja Pyro. Die Frage ist, mit was kombiniere ich den? Oder nehme ich wirklich einfach Pyro, Heilung und Doppelboost? Dann habe ich halt keinen Angreifer, ne? Aber eigentlich ist es egal, weil der Steinpilz, der macht auch so viel Schaden, obwohl er kein Angreifer ist. Probieren wir es einfach mal. Also unsere beiden Booster sind die hinteren beiden. Ich würde halt gerne auf ein bisschen stärkere Gegner warten, bevor ich einen Boost raushau. Ich fürchte, dafür haben wir nicht genug Zeit. Ja, vielleicht sollten auch alle das gleiche Ziel angreifen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Oh, perfekt, jetzt kommt der Große. Oh, das... Oh, nein, 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 nein. Jetzt. Okay, das hat irgendwie... Ja, oh, jetzt kam noch einiges. Nein, er springt nochmal hoch. Mist. Das kostet viel Zeit. Jetzt wieder. Heilung brauchen wir noch keine. Wir haben nur noch 5 Gegner zu besiegen. Wir sind fast fertig. Der Große ist weg. Und der letzte Große ist da. Wieder Boost. Boost. Fähigkeit. Fähigkeit. Oh, let's go. Sehr gut. Er hat ein bisschen lange gedauert. Das waren halt auch sehr viele Gegner. 16 Gegner ist echt viel. Elektrogespenst und Dendrogespenst. Okay, ja, wir lassen es einfach mal. Würde ihr das gleiche empfohlen? Nur 8 Gegner. Zum Glück kein Hydrogespenst. Die können sich nämlich gegenseitig heilen. Das ist immer richtig crazy. Da würde ich fast sagen: Boost, Boost, go. Mit Immunität? Achso, ja, die Elektrogespenste. Okay. Naja, wenn die nicht immun gegen Elektro wären, dann wären sie safe besiegt worden. Alle zeitgleich. Oder relativ zeitgleich. Naja, wir haben nicht mehr. Wir müssen uns fast ein bisschen beeilen. Ich meine, da kommt ja noch die Challenge. Die letzte ist ja die schwierigste eigentlich. Bräuchte noch ein Applaus-Schild. Na gut. Und let's go und let's go. Das war clean. Oh, jetzt haben wir noch einen Gegner übrig? Nee, doch nicht. What do we have here? Oh. Oh, wow. Ein Mithril mit Eisschild, Kryo-Hilichol, Schütze, Grenadier und Eisschild.
Ja gut, aber eigentlich, wir haben Anemo, Kryo und Pyro. Das passt eigentlich, ja. Wir gehen auf jeden Fall auf den Big Boy. Oh, der Eisschild ist schon... Ah, der Eisschild ist schon kaputt, lol. Naja, nicht ganz jetzt. Na gut, dann hier. Let's do this. Nein, er ist raus! No! Oh, was für ein schlechtes Timing einfach. Oh, was für ein schlechtes Timing. Ach so, Moment mal, der wird geheilt. Lol. Wir müssen erst die Kleinen besiegen, der wird geheilt. Ja, so, das habe ich nicht gesehen, verdammt. Oh, das habe ich nicht gesehen. No way. Ich muss erst die Kleinen besiegen, sonst wird er einfach permanent vollgeheilt. Von den Kleinen quasi. Moment mal, kämpfen die jetzt schon gegen so einen Kleinen, oder? Oder ne? Ja. Passt. Ja, ich glaube, mir fehlt einfach Schaden, weil ich ja den Tank genommen habe. Also ich habe keinen richtigen Schaden mehr. Kein Damage-Dealer. Das ist echt Sinn, was den Mieterschirm muss man als allerletztes besiegen. Das ist wirklich das Letzte. Wir kriegen auch kaum Applausschäde. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Okay, unsere eine Pilzbestie macht einfach nichts mehr nice. Müssen eigentlich wieder neue Gegner kommen? Oder auch nicht? Oh no. Let's go. Alle auf ein. Oh, wow. Damn. Okay, das war jetzt. Das war ein schnelles Finish. Nice. 4 Minuten 46, ja. Aber es war tatsächlich deutlich schwieriger. Würde ich persönlich sagen. Aber Doppelboost hat ganz gut funktioniert eigentlich. Die Gegner waren ätzend. Das waren echt viele Gegner. Okay, dann müssen wir noch die Verteidigung machen. Genau, Verteidigung, abfangen. Unter den vielen verschiedenen Gegnern sind die Elementarwesen vielleicht die einzige Art, die die Pilzgefährten nicht so leicht besiegen können. In dieser Verteidigungsherausforderung müssen deine Pilzgefährten verschiedene Arten von kugelförmigen Elementarwesen abwehren. Kugelförmige Elementarwesen, das können eigentlich nur Pilze sein. Pilze oder Gespenster? Pilze? Schleime, meinte ich eigentlich. Schleime oder Gespenster? Echt beides. Naja, lol, es ist echt beides. Ja, das gleiche Team, ich weiß nicht. Irgendwie mag ich den. Ich finde, der ist sauschlecht, keine Ahnung. Also ich würde eher den nehmen, tatsächlich. Mal gucken, ob ich es bereuen werde. Zwölf Gegner. Das ist schlecht. Der Schleim wurde jetzt weggekickt von den Gespenstern. Profitieren wir nicht von AOE-Damage. Besiegt den doch mal hier, Kollegen. Na, so geht doch. Same situation. Ja, wir machen jetzt viel mehr Schaden als gerade eben. Oh no, wieso spawnen da schon neue Gegner? Wir sind nur noch gar nicht fertig. Jetzt sind wir erst fertig. Gehen wir auf jeden Fall hier hin. No, ich habe das Applausschild verpasst. Mist. Das wäre das Applausschild für den Sieg gewesen. Wenn wir das noch gehabt hätten, hätten wir es safe schon alle gefinished.
Yes. Ja, 79%, das sollte easy. Achso, ne, wir haben noch einen Gegner. Ah, ne. Der habe ich nicht gesehen. Passt. 2800 Punkte, alles easy. Sag ich doch, dass es besser funktioniert mit dem angreifenden Hydro. Angreifenden Hydro-Pilz statt dem verteidigenden. Weil es halt auch an meiner Kombination lag. Ich hätte theoretisch auch nicht Double Boost nehmen müssen. Ein Boost würde wahrscheinlich reichen und dafür noch ein zweiter Angreifer. Ja, dann holen wir uns wieder. Alter, die Urgestein-Belohnung ist so heftig. Man kriegt jeden Tag 180 Urgesteine oder so? Oder 150? Das ist echt heftig. Also insgesamt mit allem. Jetzt nicht dadurch, aber insgesamt. Alright. Dann sage ich, danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.